Gräfin Bettina Bernadotte. Wenn sie einlädt, kommen sie, die Nobelpreisträger. Und nicht nur sie sind begeistert. Sie hat sich echt schön gemacht. Deswegen machst du Fotos? Ja, ganz viele. Begrüßen, lächeln und immer für alle da sein. Nachher wird ja sehr viel los sein, sehr viele Menschen. Und da kann ich nicht mehr mit jedem sprechen. Und deswegen ist es jetzt eine sehr schöne Gelegenheit. Sie setzt fort, was ihr Vater 1951 begonnen hat. Nobelpreisträger einmal im Jahr in Lindau zusammenzubringen. Finanziert wird das Treffen von Sponsoren. Willkommen zum 64. Lindauer Treffen der Nobelpreisträger. Fünf Tage lang präsentieren die Koryphäen der Naturwissenschaften ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Den eingeladenen Nachwuchsforschern und den Kollegen. Und das auch mit Humor. Großartig, die Nobelpreisträger zu treffen und die Geschichten zu ihren Forschungen zu hören. Es ist schön zu sehen, dass sie an die Zukunft glauben, dass sie eines Tages etwa Organe herstellen können oder sie im Labor aus einzelnen Stammzellen nachzüchten. In diesem Jahr sind es die Mediziner, die nach Lindau gekommen sind. Die Gräfin bittet zum offiziellen Gruppenfoto. Witzigerweise würde kein Nobelpreisträger von irgendjemandem, der ihm begegnet, Ehrfurcht erwarten, sondern die Preisträger sind, und so habe ich sie allesamt kennengelernt, sehr wissbegierige, neugierige, dynamische, humorvolle Menschen. Viele der Wissenschaftler kommen jedes Jahr nach Lindau, auch dann, wenn es nicht um ihr Fach geht. Ich bin Martin Evans von der Cardiff-Universität in Großbritannien. Ich habe den Nobelpreis 2007 bekommen. Mein Name ist Brian Schmidt, ich bin aus Australien. Ich habe 2011 den Nobelpreis in Physik bekommen. Ich habe mitgeholfen zu messen, dass sich das Universum immer schneller ausbreitet. Ich bin Aaron Chicanova und arbeite an der medizinischen Fakultät des Israelischen Instituts für Technologie. Ich habe mit zwei anderen den Nobelpreis für Chemie 2004 bekommen, für die Entdeckung des ubiquitin-gesteuerten Proteinabbaus. Das alles ist jetzt im Stadtmuseum dokumentiert. Gräfin Bettina eröffnet die Dauerausstellung. Lindau schmückt sich mit seinen besonderen Gästen. Ungewöhnliche Aufnahmen, die Menschen hinter den Laureaten. Die kleine Stadt fühlt sich international. Da sind wir stolz drauf. Ja klar, ich meine, wer wäre das nicht, außerhalb Stockholms die Stadt zu sein, die eben die Nobelpreisträger so, ja, in einem so schönen Rahmen auch zusammenführt, jedes Jahr. Besonders beliebt die kleinen Runden, in denen Forscher ihre Alltagsprobleme schildern, wie sich Frauen in Männerwelten durchsetzen zum Beispiel. Da hätte sicherlich auch die Gräfin Bernadotte etwas erzählen können.